Ja, liebe Leute, es geht immer ein bisschen früher, was heißt euch das? Na, herzlich willkommen in Österreich. Wir starten gleich los mit unserer ersten Übung. Gehen wir's an! Also, mit der ersten Übung habe ich mir gleich mal den Flügel hergerichtet. Also, wir richten die Daumen nach außen. Das Bier in die Richtung und auf geht's! Immer schön lächeln! Das ist ganz wichtig. Wir fangen jetzt auch an, die Daumen zu drehen. Hinter dem Rollator geht es natürlich nicht so einfach, da hält man sich mit einer Hand fest. Dreht aber immer schön weiter. Ja, das geht rein, gell? Wir die Profis machen das natürlich gleich weiter in Verbindung mit unserer nächsten Übung. Da ist ganz wichtig die Beinarbeit. Und immer schön lächeln. Ja, ein bisschen geht's noch. Ein bisschen noch. Ganz wichtig, immer schön trinken. Ganz wichtig. Ja, halt mal ein bisschen durch. Ein Schluck Lemon noch. Na super. Langsam ausklingen lassen. Beine schütteln. Es geht auch super während dem Trinken. Beide schütteln, Schatz. Ganz einfach. Sehen Sie. Für die nächste Übung. Jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger. Gell? Und so am Montag in der Früh ist das nicht so einfach. Gell? Aber das machen wir. Wir machen das. So, für die nächste Übung brauchen wir ein Stammerl. Ich habe da natürlich eins hergerichtet. Ein Leckerl. Das ist ganz was Feines, hat die Oma heute mitgebracht. Das ist ganz was Gutes. Da stehen wir jetzt ganz hin unten am Boden. Und auf geht's. Wir richten Körperhaltung, ganz wichtig. Und jetzt, alle. Wo ist das Stammerl? Wo ist es? Wo ist es? Wir reichen es noch nicht. Natürlich nicht, weil wir müssen uns ja noch ein bisschen dehnen. Und jetzt geht's. Anderer Fuß nach vorne. Und wo ist das Stammerl? Wo ist das Stammerl? Noch einmal den anderen Fuß zurück. Wo ist das Stammerl? Und oben, 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 oben. Jetzt Körperspannung halten. Ganz wichtig, ganz wichtig. Wir haben es noch nicht erreicht. Wir haben es uns noch nicht verdient. Aber da ist es. Aber noch nicht trinken. Ganz langsam nach oben. Das ist gut für die Wirbelsäulen. Und jetzt haben wir es uns natürlich verdient. Prost. Ganz ein feines Stammerl von Oma, danke. Und wo wir auch schon bei der nächsten Übung sind, immer schön in Bewegung bleiben. Trinken nicht vergessen. Weil die Zelle muss schwimmen. So, für die nächste Übung. Da habe ich mir vorbereitet. Also, für die Anfänger, das geht auch beim Rollator daheim, gell? Ein kleines Bierglaserl, das bringt jeder hin. Die Fortgeschrittenen hingegen können sich gleich ein größeres nehmen. Bitte sehr. Aber wir Profis. Leck mich am Arsch, das geht nicht auf. Was voller Kotzen war. So, wir Profis nehmen uns natürlich gleich ein großes Glaserl her, gell? Weil ein bisschen Gewicht ist immer gut, das ist für den Bizeps gut. Da lässt sich dann besser trainieren. Weißt du, wenn wir dann wieder am Skifahren sind, muss man gut beieinander sein, gell? Also, und auf geht's. Und eins, und zwei, und drei.
4. Und 1. Und 2. Ihr wisst das eh schon, 3 kommt noch 2. So ist es angeordnet in unserem Zahlensystem. Darum brauche ich es nicht dazu sagen, weil während dem Trinken reden, da verschluckt man sich nur. Das ist nicht gut für den Cola. Noch einmal. 1, 2, ihr wisst das, was kommt? Was kommt? Nein, was kommt jetzt? Kamera, was kommt jetzt? Richtig. Und 4. Soll ich es nochmal wiederholen? Habt ihr es hinterm Bildschirm mitgekriegt jetzt? Oder ich sag's euch nochmal. Und 1, 2, jetzt. Wir wissen schon. Und 4. Bisschen ausschütteln, weil das war jetzt auch ein bisschen schwieriger, gell? Schön schütteln. Passt. Weiter geht's. Zwischendurch natürlich immer schön was trinken. Für die nächste Übung brauchen wir ein bisschen Gewicht. Da bieten sie an, Flaschen. Ich habe da jetzt gleich gefüllte Flaschen genommen, weil leere sind natürlich einfacher. Wisst ihr, wenn ihr das noch nicht so habt, weil ihr macht es ja noch nicht jeden Tag mit wahrscheinlich. Ich nehme halt schon die ganzen Flaschen, gell? Und ganz wichtig, Körperspannung, durchatmen. Eine Kritzer. Ganz wichtig. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 5. Auf die Beine achten dabei. Schön da stehen. 3 und 4 und 5 und 5,5 und 6,5 und 6 und 7 und 4. Und jetzt merkt schon, ich forsche euch ein wenig, damit sag gescheit weiter, du hast, das ist ganz wichtig. Und 3 und 2 und 7. Ich bin seit voll. Und 5 und 5 und 5 und. Locker. Ihr seht es jetzt nicht, gell, weil das sieht nur ich, weil ich schaue da rum. Ich schaue sie da her. Der Kameramann hat circa ein Bier aufgerissen. Guter Mann, er macht mit. Um das geht es nämlich, gell? Das Mitmachen. Nicht jeder muss so fit sein und so gut drauf sein. Das Mitmachen, das ist es. Liebe Damen und Herren, gut. Jetzt haben wir uns anders Gewicht. Das muss ja auch leichter werden, sonst packe ich das nicht mehr, bis ich 60 bin. Ein bisschen was ausatmen, gell? So. Soll ich euch noch Übung sagen? Ein bisschen Zeit haben wir noch. He? Für die nächste Übung machen wir wieder mit zwei Gewichten. Da ist es jetzt ganz wichtig. Jetzt zeige ich das von der Seite. Schaut mal von der Seite, da seht ihr es besser, gell? Schaut so, ich gehe da ein bisschen auf Zeiten her. So seht ihr es gut. Die Übung ist wieder ähnlich wie das, was ich vorher gesagt habe. Aber jetzt schauen wir, das war ganz groß an, gell? Und die eine Hand voll zurück, die andere gerade vierne. Und jetzt, ich weiß, ihr habt schon ein bisschen was getrunken. Das ist natürlich schwierig mit der Balance, aber ihr werdet es schaffen, weil Balance ist ganz wichtig. Ganz wichtig, habe ich gesagt. Hoppala, das kann schon mal passieren. Ja, und ein Grinser dabei, gell? Und Balance halten. Balance, habe ich gesagt. Ja, genau. Und jetzt, wenn es die Flaschen amüsiert, dann wird es noch schwieriger, gell? Mit dem Halten von der Balance. Da brauchen wir mal einen Schluck. Schwierig, gell? So, aber ich mache das jetzt trotzdem weiter nur auf einem Bein, weil die Übung muss weitergehen. Der Körper muss gebildet werden. Da, jetzt habe ich noch fast aus dem Mikrofon gesaufen. Ein gutes Dorf, das passiert einmal, weißt du schon mal? Ganz schöne Gegend. Gut,
Jetzt sage ich noch, der Karl aus Hintereierbach, der hat auch Mittag um 6, der ist im Ruhestuhl. Und was ist? Das ist ihm scheißegal, der macht weiter! Ein Prost einmal auf den Karl. Sehr gut. Na, seine Frau hat gesagt, sei da mit mir sauber. Ist nicht mehr so schier, wie früher, wie der mal heimgekommen ist vom Wirtshaus. Mit mir, da ist Fitness mit Fitness gepaart. Und um das geht's, meine Damen und Herren. So, wir schütteln nochmal die Beine aus. Nehmen noch einen Schluck Wein, gell? Ja. Mhm. Da sind wir schon wieder fast am Ende unserer Sendezeit angelangt. War gar nicht so schwer, gell? So, die Sache mal rein. Feizelbohren. Wisst ihr was? Rachen ist so scheiß gesund. Das brauchen wir jetzt nicht. Das machen wir nach der Sendung, weil dann gehen wir da was trainieren. Und dann werden wir nicht rachen dazu. Ja, so machen wir das. Gut, dann zeige ich euch dann noch alles ohne Geräte. Wir haben so mal keine Geräte da. Warte, ich hole die kurz. Sechs, was kann man mit einer ganz einer fetten Katze machen? Ich habe da eine ganz dicke Exemplar. Die ist eine ganz lustige, ja, mit der damals. So, und eins, und zwei, und drei, und vier, und fünf, und sechs, und einmal die Katze heben. Ja, genau. Und sieben, und acht, und neun, und zehn. Ja, danke. So, gute Katze. So, das sind wir jetzt endgültig am Ende angelangt. Gut, Schwarz. Danke. Und eins noch. Die Zelle muss fließen, also immer schön schauen, dass du was trinkst. Weil das ist ganz wichtig für den Körper. Wir sehen uns morgen.